Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist René. Ich habe 9. November Bravo Golf von der Firma Lutz Electronics in Gringel. www.lutz-electronics.ch. In etwa 4 Wochen von der Frühling an. Und noch ist es jetzt Zeit, um sich ein bisschen Gedanken zu machen über das eigene Portable Equipment. Als wir dann eigentlich parat sind, wenn es losgeht. Wir haben verschiedene Portable Zubehörteile in unserem Sortiment. Wir gehen heute ein bisschen auf das Thema Antennenbefestigung ein. Das Wichtigste oder etwas sehr Wichtiges im Portable und auch im SOTA-Betrieb. Ein Dipol, ein Drahtdipol, das ist nach wie vor die wahrscheinlich meistgebrauchte Portable-Antenne im, sagen wir jetzt, herkömmlichen Portable-Betrieb, aber auch im SOTA-Betrieb. Und als die kann effizient wirken, brauchen wir eine gescheite Montagemöglichkeit. Man kann so Antennen in L-Form, die Dipole in L-Form aufspannen oder montieren. Man kann sie inverted V, man kann sie gestreckt, das braucht man weniger im Portable-Betrieb. Wir haben für die Montage von Drahtantennen verschiedene Lösungen im Angebot. Die meiste bräuchte bei uns, das ist unser Port, ultraleichter Portable-Mast, der Teleskopmast. Wenn wir den ausziehen, nachher ist der sage und schreibe 5 Meter lang und ist knapp 200 Gramm schwer. Den haben viele von euch schon gesehen. Den setzen wir immer selber im SOTA-Betrieb, ist natürlich der Hammer. Dann haben wir Fiberglas-Mast, eine 6 Meter lange Version, ein bisschen grösser. Ist Fiberglas. Und dann haben wir als offizielle DxWire-Verkaufsstelle von der Schweiz, offizielle DxWire-Distributor, vertreiben wir auch der wohl den Mast mit dem kleinsten Packmass, der 10 Meter lang ist. Also der ist ausgezogen 10 Meter lang, der Fiberglas-Mast. Und hat ein Staumass von etwa 60 cm. Also den kann man auch mit auf den Berg tragen. Ist nicht ganz so leicht mit diesen 200 Gramm. Das sind die Mäste, die uns zur Verfügung stehen. Jetzt, wie macht man die Mäste an? Im Porto, also im SOTA-Betrieb, da haben wir Gipfelkreuz, da haben wir Wegweisen, da haben wir verschiedene Sachen. Wir machen das am einfachsten an mit unseren robusten Klettbändern. Das habt ihr auch schon gesehen bei uns wahrscheinlich in unseren SOTA-Aktivierungen bei den Filmen, die wir dort runter machen. Die tut man einfach drum herum und zieht sie an und fertig ist. Also da haben wir verschiedene von diesen robusten Klettbändern in verschiedenen Grössen. Jetzt bis ganz klein. Falls man so etwas am Wanderstock machen will, darf er nicht zu gross sein. Da haben wir ihn ein bisschen kürzer. Und dann gibt es ein richtig gross und robust. Für wenn man muss um einen Gipfelkreuz gehen muss, man kann auch 2 oder 3 aneinander hängen. Das ist das, wenn man eine Montagemöglichkeit hat. Jetzt hat man das aber nicht immer. Wir sind mal konfrontiert mit einem freien Feld. Auch hier haben wir jetzt eine Lösung, und zwar eine ganz geniale. Um das geht es eigentlich grundsätzlich heute. Und zwar ist das die schrubbare Halterung, robust, für Teleskopmast, Fiberglasmast mit verschiedenen Durchmessen. Also ich schraube die effektiv in den Boden rein. Und zwar so tief im Boden, also die hebt dann richtig. Und für das habe ich hier drinnen einen Stab, der mir hilft, um den reinzuschrauben, wie ein Schraubenzieher. Der Bodentübel, die Bodenhalterung, die ist geeignet für verschiedene Rohrdurchmesser. Ich nehme jetzt hier mal einen Teil raus, dass ihr seht, wie das funktioniert. Nehmen das drauf und lösen das Teil auch noch drauf. Da. Und dann nehmen wir das einmal raus. Und so wird man es jetzt montieren. Den stellen wir hier durch. Und dann schrauben wir den wirklich in Lehm und in den Erdboden rein, bis er hebt. Und wenn der dann schon wunderbar wirklich satt im Boden drin ist, dann setzen wir den Mast einfach rein. Das geht relativ einfach. Also ich nehme jetzt einmal den zum Zeigen.
lege schnell das hier ab, dass es nicht verschwindet. Dann fahren wir den wirklich ein. Den stellen wir hier rein. Und dann wird das angeschraubt und wird auch gerade festgeklemmt. Dann hebt der wirklich da drinnen. Und das ist natürlich eine geniale Sache. Dann habe ich hier auch etwas, wo ein 10 Meter langer Fiberglasmast, der doch eine rechte Stabilität hat, dank dem, dass der hier etwa 40 cm im Boden drin ist. Ein kleiner Einsatz, den ich hier oben drauf schrauben könnte, mit dem Adapterröhrchen, der wird dann geeignet, wenn man die dünnere nehmen, dünnere Fiberglasmast, also der. Das ist alles sehr, sehr universell einsetzbar. Wir haben noch, wenn man so einen 10 Meter Mast hat, ist je nachdem gleich, das ist halt ein riesen Hebel. Und dann ist es trotzdem noch gut, wenn man das abspannen könnte. Auch hier haben wir Lösungen in unserem Sortiment. Das ist ein Beispiel davon. Wir sind offizieller Buddipol-Distributor auch für die Schweiz. Wir sind also zu Amerika gelistet offiziell. Und Buddipol macht eine gescheite Sache. Zeigt also mal schnell hier dran. Das ist so ein Must-Guying-Kit, nennen sie das. Das ist ein Abspann-Kit. Hier habe ich so eine Klett, die ich drum machen kann, mit drei Ösen. Und dann kann ich in die drei Ösen rein, kann ich hier effektiv drei Abspannseile gerade einhängen. Das sieht man hier. Zack, einhängen. Und hier habe ich auch gerade die Hering dabei im Set, wo ich in den Boden reinrammen kann. Und das ist ein komplettes Set, wo ich zusätzlich noch meine Fiberglasmast abspannen, als das dann noch hat, wenn die relativ lang sind, die Mast. Das ist bei uns alles zusammen ab Lager verfügbar. Ihr findet alle Informationen unter www.lutz-elektronics.ch. Wenn ihr irgendeine Frage habt, Mail info@lutz-elektronics.ch und selbstverständlich tun wir euch sehr gerne auch hier direkt bei uns im Laden begrüßen und beraten. Wir führen das einzige 100% vollprofessionelle Amateurfunk-Fachgeschäft in der Schweiz. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns gleich mal persönlich. Tschüss zusammen!